Willkommen zurück zu Panzer Corps 2. Wir haben ja in der letzten Mission Thessaloniki abgeschlossen. So wird es ausgesprochen. Und ja, hat alles gut geklappt. Und jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Okay, Thermopolen, würde ich mal sagen. Herr General, unsere Feinde sind in die Flucht geschlagen. Der verheerende Effekt unseres Vorstoßes hatte noch größere Folgen als ursprünglich angenommen. Die Verhandlungen zur Kapitulation aller griechischen Truppen sind fast abgeschlossen und laut abgefangenen Funksprüchen bereiten sich die Briten erneut auf eine Evakuierung vom europäischen Festland vor. Die aktuelle Situation zeugt von völligem Zusammenbruch der alliierten Anstrengungen im Balkan. Wir sollten jedoch die Verfolgung fortsetzen, um den größtmöglichen Nutzen aus dieser Situation zu ziehen. Premier, Sie kontrollieren Sie den Pass von Thermopolen. Okay. Bonusziel. Nehmen Sie Bralos ein. Bonusziel. Schalten Sie 22 britische Einheiten aus. Unser Vorhut ist den geschlagenen und fliehenden britischen Truppen nah auf den Fersen und sollte ihnen auf der Flucht beträchtlichen Schaden zufügen können. Während der Verfolgung der Briten hat die Luftaufklärung jedoch entdeckt, dass mehrere australische und neuseeländische Formationen einen Nachhut bilden. Normalerweise würden solche Truppen kaum eine Gefahr für uns darstellen. Sie haben sich jedoch im historischen Pass an der Thermopolen verschanzt. Und okay, ich möchte dazu raten, die natürlichen Verteidigungsstellungen dieser engen Pässe nicht zu unterschätzen. Ihre Positionen einzukesseln wird fast unmöglich sein und eine zahlenmäßige Überlegenheit ist in diesem engen Gelände nicht effektiv. Ich rate dazu, für unseren Vorstoß die stärksten Einheiten unserer Streitkräfte als Speerspitze in Verbindung mit ausreichend Luftunterstützung zu nutzen. Wenn wir gerade von Luftunterstützung sprechen, es gibt diesbezüglich gute Nachrichten. Mit der britischen Evakuierung hat Griechenland alle alliierten Flugzeuge verloren. Somit wird unsere Bombern nur die feindliche Flugabwehr gegenüberstehen. Wir können unsere Jagdflugzeuge beruhigt in die Reserve verlegen. Sobald die Verteidigungsstellungen durchbrochen sind, könnte etwas Zeit übrig sein, um die britischen Truppen weiter zu verfolgen. Auf zum Sieg für das Deutsche Reich. Wunderbar. So Leute, ich habe ganz kurz einen Cut gemacht und zwar hier mit diesen Belobigungspunkten. Und zwar, wir würden hier einen 109 kriegen. Problem ist, die bringt mir eigentlich gar nichts, weil sie ist halt wie der, was kriegen wir hier, okay, sie ist halt wie dieser eine Bomber hier, warte, kann ich euch mal zeigen, wo ist er, hier, und hat halt jetzt, ich glaube, sie ist halt, hat halt 7, aber als Bomber ungeeignet, als Jäger so, ja, als Jäger ganz gut dann eigentlich, als Jäger ist es nicht schlecht, absolut nicht, aber hat auch Angriffswerte 11, aber wie gesagt, ich brauche entweder einen Bomber oder einen Jäger, weil es bringt mir nichts, wenn ich da so halbe Sachen da habe. Verstärken wir mal, das ist okay. Das bringt absolut gar nichts. Nee, ich sehe da absolut keinen Vorteil drin, das jetzt einfach so zu mit da so ein Ding zu holen. Ja. Tja. Nee, das bringt nichts, absolut nicht. So, jetzt bin ich hier am Überlegen, dass ich hier mit Fallschirmjäger den einfach kappe. Das Gebiet hier könnte ich kappen, wenn ich hier mit den Armeen hinkomme und hier mit Fallschirmjäger kappe. Aber halt erstmal das Zwischenziel. Das Problem ist, hier könnte das Problem werden mit dem Kappen. Ich könnte versuchen, hier mit dem Fallschirmjäger auf jeden Fall zu kappen. Vielleicht würde das gehen hier und hier. Das Gebiet ist sehr weitläufig. Oder ich mache hier eine Verteidigungslinie und hole mir erstmal den Flugplatz. Und weil hier der Flugplatz finde ich gar nicht schlecht. Habe ich hier wirklich alles in der Gegend. Von hier bis hier, ja. Das ist eigentlich eine gute Idee. So, dann würde ich sagen, fangen wir an, Fallschirmjäger holen, raus aus der Reserve holen. Der Fallschirmjäger kriegt von mir jetzt auch diesen einen Helden, wo ich da gekriegt habe.
Und zwar kostengünstige Verstärkung. Für ihn eigentlich optimal. So, dann schicken wir mal die Fallschirmjäger hier in ihre Position. Wir schmeißen raus das hier. Brauche ich nicht. Ich gehe noch eine Infanterie dabei. Muss ich mal gucken. Hier Punkte. Wird nicht funktionieren, ne? Spricht alles dafür, vielleicht eine Artillerie zu holen. Was wir machen können, ist du hier hin. Du hier hin. Kannst du den direkt hier räumen? Ein Flammenpanzer hier hin. Moment, gibt es da irgendwas Neues? Wir haben die D. Panzer 4D. Gar nicht mehr. Hä? Ah, es gibt jetzt den Panzer 4E. Deswegen sehe ich den nicht. Okay. Mal gucken. Ja, wunderbar. Eine Munition mehr. Das passt doch. Dann kommst du hier hin. Ja, aus dem machen wir auch den, weil das passt eigentlich ganz gut dann. Panzer 4E. Gucken wir mal, bei Panzer 3 müsste ich eigentlich... H dürfte nichts Neues sein, ne? Panzer 3H. Nee. Nee, das ist... auf dem neuesten Stand, das ist schon mal gut. So, du hier hin. Ja, komm, dann machen wir das. Dann hole ich die Artillerie. Und die kommt hier hin. Euch kann man bewegen, deswegen könnt ihr hier so hin. Ne, hier vorne eher weniger, bitte. Eher hier. Ja, ist okay. Du. Erstmal hier hin. Können wir dann immer noch ändern. Aufklärer mal hier lang. Bei ich ging gerne hier an den Flanken hätte. Neue Aufklärer gibt es eigentlich auch nichts. Nee. Dann komm mal hier hin. Die Mathilda ist mal nach vorne. Der Plünderer. Er wäre eigentlich gut für den Aufklärer, aber habe ich jetzt eigentlich keinen Platz für. Mal gucken, vielleicht mal für eine andere Einheit. So, die Stucke. Gucken mal, ob es hier was Neues gibt. Oh ja. Machen wir das. Hierhin. Jäger. Ich hole trotzdem Jäger mit, weil ich traue manche der Mission zu schreiben nicht immer. Ich habe da schon meine Erfahrung gemacht. So, dann würde ich sagen, wir sind durch. Haben wir es vergessen? Nö. Aufklärung. Ja. So, ich würde sagen, wir räumen hier, hier. Warte, ist immer gar nicht so schlecht. Hier.
So, tu mal hier hin. Nee, warte mal. Die Mathilda sind, dass das angeteilt hier ein bisschen schwächer ist, halt einfach so, aber es ist okay. 7. Wir haben hier eine Flak, da müssen wir ran. War auch eine Flak. Du? Oh, du bist auch eine Flak. Okay, gut, dann wissen wir schon mal, was wir machen. Das ist jetzt nicht gut. Sieben. Wir werden diesen Apfel wohl beißen müssen, auch wenn es mir nicht passt, groß. Aber der kann da nicht stehen bleiben. Ein Verlust kann ich voll mitleben. Die Fallschirmjäger, die haben die Aufgabe da unten das Gebiet zu sichern. Und wenn die dann das nachher gesichert haben und wir das Gebiet haben, können wir vielleicht hier dann mal gucken. So klappt, wie ich mir das vorstelle. So, Fallschirmjäger. Okay. Weil hier, vielleicht kriegen wir hier die Kesselung. Ich weiß es nicht. Es ist auch ein, da kriege ich ihn, glaube ich, nicht gekesselt, ne? Aber gut, wir versuchen es. Wir werden sehen, ob es klappt. Moment, ich kann einfach da über die Mine fahren? Nee, wollte dabei schon sagen. Doch jetzt sehr überrascht. Wir machen mal das erst. Okay, komm du mal hier. Hier hin. Wie machen wir das jetzt? Oh. Das geht, perfekt. Okay. Und du? Ja, nicht perfekt, aber ist in Ordnung. Ne, da gehen wir mit der Mathilda drauf, würde ich sogar sagen. 1,5. Weißt du was, das kann man machen.
ist halt die Frage, wie gehen wir da vor? Die Mathilde, die können sich auf jeden Fall noch bewegen, das ist schon mal ganz gut. Ja, haben wir noch die Stucke. Bei 6. Er muss auf jeden Fall weg. So, die Artillerie. Du hast den Zug eigentlich hier schon gemacht. Ja. Er hat eigentlich, wenn man es jetzt mal holt, auch nur noch den einen. Dann können wir das machen. So, der haut jetzt ab. Jäger. Tier. Eins, drei. Ja, komm, dann machen wir das. Die Mathilda, die ist ein Problem. Schlecht. So, du hast jetzt noch einen Schuss. Du hast jetzt noch sage und schreibe. Ja. Kannst hier hin. Problem ist jetzt hier die verdammte Scheißpack, ne? Drei, vier. Ich würde sagen, das ist okay. Du hier hin. Du kommst hier hin. So, die Mathilda. Hier lang. Und hier hin. Okay. So, jetzt haben wir hier noch einen Jäger. Machen wir das. Okay, Moment mal, laut dem Ding hast du noch einen Schuss, aber du kannst den nicht abfeuern. Das verstehe ich jetzt nicht. Du hast noch einen Schuss. Wenn ich das richtig sehe, genau. Dann ist das hier ein Anzeigenfehler, weil der müsste dann eigentlich noch den einen Schuss abfeuern können. Aber es geht nicht. Das hier ist klar. Gut, lassen wir es mal so stehen. Hm.
was. Ja, kann man noch. Wir können noch einen Zug machen. Die Mathilda. Noch hier. So, hier drauf, hier drauf, hier drauf. Boah, zack. Moment, Moment. Hier hin. Hier hin. Das ist schon übelst, ne? Das ist schon richtig übel. Moment mal. Warte doch hier drauf. Nein. Ah, Mist. Die Artillerie hier, ne? Ah, pass mal auf, wo kommst du? Hier hin. Hier hin. Okay, hier hin. Haben wir gemacht. Da haben wir uns durchgemetzelt. Geknackt. Hier lang mit dir. Infanterie hier hin. So. Boah, das war übel. So, schon in der zweiten Runde haben wir uns eins Bonusziel erzielt. Also das ist kein Problem, die Bonusziel hier zu erfüllen. müssen wir mal gucken, welche Einheit wo wir hier hin bis zum letzten Mann. Das heißt, so eine Einheit am besten auf dem Flugfeld. Der Auffrischung, da würde ich sagen, die schicke ich hier auf das Gebirge erstmal. Und du kommst hier hin. So. Und dann würde ich sagen, die Stukas, alle jetzt hier schon runter. Und dann sind wir hier wirklich zentral. Du kommst auch hier mit runter. Ne, passt nicht. Okay, dann kannst du aber hier hin, weil du hast eine gute Reichweite. So, dann kommst du hier mit noch. Und dann würde ich sagen, ihr hier lang noch. Und du kommst auch noch hier hin. Und der Aufklärer, der kommt mir hier auch noch mit runter. Weil der hat dann hier auch überall eine gute Aufklärung. Gut, ja, wir haben uns hier übelst durchgemetzelt. Hier ist jetzt ärgerlich, da war mehr drin, aber das da hat halt die Würfe nicht so, sind halt nicht so gefallen, wie ich es gerne gehabt hätte. Ja, da oben, das ist eigentlich uninteressant. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir der KI, gehen wir den nächsten zu. So, was sagt die Zeit? Ja, ich würde sagen, Leute, dann mache ich hier einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's weiter mit dieser Schlacht. Ich denke, dass wir beim nächsten Part dann noch hier
Wenn wir das hier haben, dass da nicht mehr so viel kommt. Wir müssen halt mal gucken, wir wissen ja nicht, was hier los ist. Aber das hier könnte man eigentlich gut einkesseln. Da würde ich wirklich schon sagen, dass ich hier mit dem Fallschirmjäger und mit dem nächsten, glaube ich, auch schon hier reingehe. Ich muss aber erst gucken, was da ist. Wenn da nichts ist, zack, direkt hier rein. Okay, Leute, das war's von dem Part. Bis dann und ciao.